Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 von Spirit of the North. Wir haben in der letzten Folge dem Duty hier seinen Stab zurückgebracht und sind durch sehr dunkle, enge Gassen gegangen. Und ich glaube, dass das jetzt höchstwahrscheinlich die letzte Folge werden wird, weil man sieht, wie viele Männer wir noch finden können. Es ist, glaube ich, nur noch einer. Ich bin mir nicht sicher, wie weit wir hier noch zu gehen haben, was uns hier jetzt noch erwarten wird. Wir haben hier jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, unten und oben lang zu gehen. Schon wieder zwei mögliche Wege, was mich immer sehr irritiert. Da unten liegt ein Schädel. Ich gehe mal hier ran. Da haben wir eine Tafel. Was passiert, wenn wir die aktivieren? Da unten fährt eine Fuchsstatue runter. Was dadurch jetzt passiert ist, verstehe ich noch nicht ganz. Da ist unser Glimmfuchs. So, ich schaue mir kurz an, was dadurch jetzt hier passiert ist. Ich komme jetzt, nee, hier nicht durch. Warum war er hier so in der Ecke? Okay, weird. Da drüben. Okay. Das ist doch jetzt ein Zeichen. Bei dem eben lag ein Totenkopf vorne. Bei der Tafel da unten liegt ein Totenkopf. Bei der da liegen zwei Totenköpfe. Und da drüben ist, glaube ich, auch noch eine Tafel, da oben. Da ist gar kein Totenkopf vor. Ich probiere jetzt mal, was passiert, wenn ich andere Tafeln aktiviere. Okay, hier komme ich nicht durch wahrscheinlich, ne? Der Weg ist nicht wieder runtergegangen. So, hätte ich die da oben aktivieren müssen? In welcher Reihenfolge, ist die Frage. Dann machen wir hier jetzt mal als zweites. Da sind zwei Totenköpfe. Wahrscheinlich, wenn ich einen Fehler in der Reihenfolge mache, setzt sich alles zurück, kann ich mir vorstellen. Jetzt geht die ganz hoch. Hier unten. Was ist hier unten? Hier haben wir den letzten Typen wahrscheinlich, dem wir einen Stab bringen müssen. Das heißt, wenn wir den finden, dann weiß ich, wo ich die hinbringen muss. Allerdings habe ich den Stab noch nicht gefunden. Den könnte ich wahrscheinlich wieder relativ leicht übersehen. Wir gehen hier mal alle Räume ab. Hier ist Nummer 3. Das ist ja fies gemacht. Schön zum Ende nochmal richtig fies werden. Huiuiuiui. Jetzt leuchten die Füchse beide. Das sieht aus, als wäre es richtig. Als wenn ich da jetzt durchkomme. Aber was ich mich jetzt wundere, ist, warum war da noch eine Tafel, wo kein Totenkopf vorlag? Was macht die? So, ich gehe hier alles ab in der Hoffnung, dass ich diesen Stab finde. Ich habe einfach schon viel zu viele Geister unerlöst gelassen in diesem Spiel. Jeden, den ich finde, würde ich gerne erlösen können. Hier sind wir wieder bei der ersten. Hier drauf treten kann ich wahrscheinlich. Oh, doch! Ich habe mich nicht getraut, hier drauf zu treten, weil ich den Fuchs nicht verletzen wollte. Aber hier haben wir den Stab. Und ich bringe den runter zu dem Typen. Das war doch. Wo kam ich denn raus? Verwirrung. Ich habe halt einfach nicht die beste Orientierung. Und da sind dann so eine. Ich nenne es jetzt mal Dungeons. Für mich immer nicht das Beste. So, Mister, hier, wir haben einen Stab für Sie. Nehmen Sie Ihren Stab. So, jetzt sieht man unten rechts in der Ecke, dass das, glaube ich, der letzte gewesen sein müsste. Speichern, da. Geht unten rechts die letzte Welle weg und oben in der Reihe ist der letzte Dude. Mir fehlen 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 habe ich nicht gefunden. 9 Stück habe ich nicht gefunden. Jetzt gehen wir dort zu dem Durchgang, den wir geöffnet haben. High-Tension-Musik. Ah. Ah. Bedrohlich. Die ganze Zeit nur noch mit einer Magieladung sozusagen hier durch die Gegend laufen. Keine neue Blume mehr. Einfach die ganze Zeit die gleiche Ladung. So, hier durch. Unserem roten Fuchslicht folgen.
Da unten ist eine Tafel, die es aktiviert haben will. Springe ich einfach runter? Okay, ich springe einfach runter. Einmal aktivieren hier. Oh, oh, mit den Dingern habe ich mich immer echt doof angestellt. Ich bin gespannt. So, zurücknehmen können werde ich das wahrscheinlich nicht, oder? Und direkt in Schlamm gelandet. Das ist ja fies. Wer hat denn diesen Schlammhaufen direkt dahin getan? Wir folgen unserem Füchschen. Lass mich raten. Hier brauche ich jetzt tatsächlich mal die Ladung, um was wegzuhusten, oder? Ja, nee, hier ist auch Schlamm. Jetzt geht er hier lang. Okay. Durch so viel Schlamm durch. Musst du mich hier durchleiten? Hätten wir nicht einen sauberen Weg wählen können? Ja, ganz viel Gniese. Verstehe ich. Eklig, ne? Er lässt auch richtig die Ohren hängen. Ich kann gar nicht so drüber hinwegspringen. Hm. Ja, pff. Verstehe ich. Hier noch mehr von diesen Pollen. Guckt ihn euch an, schon wieder. Ich fühl's. Armes Vieh. Und ich habe keine Blumenladung mehr, um hier jetzt irgendwas zu aktivieren. Sonst gehe ich stark davon aus, könnte ich hier jetzt nochmal eine Tafel oder so zumindest aktivieren. Hätte ich die... Ich weiß nicht, ob ich die hätte mitnehmen können. Ich denke nicht, weil ich glaube, dann wäre der Strudel wieder ausgegangen. Hier ist alles voll von dem Zeug, ey. Alles. Ich kann... Schneller geht nicht mehr. Das Spiel lässt mich nicht mehr. Wir folgen unserem Füchschen so weit, wie wir können. Ja, ich kann nicht schneller laufen mehr. Das Spiel lässt mich nicht. Man sieht, der Fuchs ist erschöpft. Alter, was ist das denn? Die Musik. Überall diese abgebrochenen Fuchsstatuen. Unser Glimmfreund hat hier gerade ein sehr unschönes Pulsieren von sich gegeben. Alter, die Halle sieht ja so geil aus. Boah. Ja. Wir sind schmutzig und dreckig und schlammig und erschöpft und können kaum atmen wegen den ganzen ekligen, fiesen Pollen hier und da kommt ein Geisterfuchs aus uns raus, den ich nicht getriggert habe hier gerade. Sind wir gerade gestorben? Wo soll ich denn jetzt hinterherkommen hier? Das hat gerade diesen Geh nicht ins Licht-Vibe. Der ist nicht mehr gut, der Fuchs, oder? Das rote Licht da? Kapitel 7 haben wir erreicht. Ui. Ui. Ich versuche mal kurz zu interpretieren, was wir hier sehen. Unser verseuchter Fuchskörper, aus dem überall diese roten Schlieren rauskommen, bleibt zurück. Und wir sind gerade in der Geisterwelt als Geisterfuchs jetzt. Ohne diese Muster drauf. Wir sind nur noch der Geist. Oh mein Gott, wie schön das aussieht, hier auf dieser Art Wasser zu laufen. Das Vogelgezwitscher. Alles hat diesen bläulichen Ton. Oh, hier schweben Dinge. Sieht alles sehr stark nach Spirit-Welt, Geisterwelt aus. Ich habe gar keine Ahnung, wie viele Kapitel dieses Spiel insgesamt hat. Wie weit, also... Hier haben wir Blümchen, aber ich kann mit denen nichts machen. Da drüben ist ein Speicherpunkt. Boah, das sieht so hübsch aus. Einfach dieser Vergleich zu den Leveln davor mit diesem ganzen Rot und... Oh, ich habe jetzt meine Muster zurück wegen den Blumen. Sehr schön. Dieser komplette Kontrast zu diesen extremen roten und gefährlichen Farben von vorher. Dieser wunderschöne Wald mit den Blüten und positiven Pollen und alles. Es ist ja so hübsch. Und dann als Kontrast dieser kleine rote
Lichtpunkt, der uns hier den Weg leitet. Ich vertraue dem Ganzen nicht so, bin ich ehrlich. Der hat vorher immer eine andere Farbe gehabt. Oder ich habe das komplett falsch im Gedächtnis, aber ich meine, der war vor diesem Level immer blau. Der war vorher nie rot. Aha, der Wasserfall. I mean, look at it. Wartet. Ich muss zwischendurch manchmal einfach ein paar Screenshots machen. Es ist einfach zu schön. Ein paar schöne Steam-Screenshots. Boah, es ist so hübsch. Wo ist er hin? Verdammt, ich hätte gucken sollen. Wo muss ich lang? Ich bin auf jeden Fall guten Gewissens oder beruhigt zumindest, dass ich jetzt, glaube ich, keinen weiteren von den Geistermännern mehr erlösen muss, von diesen Mönchen. Weil es wurde ja immer unten rechts in der Ecke angezeigt und ich denke mal, das wird jetzt der letzte gewesen sein. Oh, ist das schön, ey. Ich bin gerade nur am Screenshots machen, Leute. Ich mache das sowieso immer voll gerne wegen Thumbnails. Aber das sieht ja mal so schön aus gerade. Das sieht gerade halt einfach aus wie so ein, wie ein Bildschirmschoner oder ein Hintergrund. Das in bewegt so leicht hier jetzt. Oh, der nächste Wasserfall hier. Nein, eine Weggabelung, oder? Wobei, nein, ich gehe mal kurz hier gucken. Okay, nein, hier geht's nicht weiter. Also nach rechts. Ich bin noch leicht irritiert von der Interpretation der Geschichte. Das habe ich häufig bei solcher Art von Spielen, dass ich nicht ganz sicher bin, was mir die Geschichte sagen will. Jetzt geht's aber in zwei verschiedene Richtungen hier, oder? Da haben wir eine Fuchsstatue. Es ist immer so schwer zu interpretieren, beziehungsweise so vielfach zu interpretieren, solche Geschichten an vielen Stellen. Kann ich noch linksen? Ja, kann ich. Rooms. Dem Flusslauf folgen. Oh, da wird's hell. Oh, da wird's ganz schön hell. Es ist zu schön! Ich liebe Wasserfälle. Wasserfälle sind so hübsch. Ah! Boah, dieser See. Kann ich da jetzt ohne Bedenken durch? Ich weiß nicht, wo ich hin muss, um ehrlich zu sein. Füchselein ist auch weg. Ich bin am Überlegen, ob das hier gerade so ein bisschen so instinktives Laufen sein soll. Man soll so ein bisschen gucken, wo dich der Weg hinführt, wo du lang kannst und wo nicht. Ich glaube, ich gehe richtig. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich gehe richtig. Ja, ich habe wirklich die ganze Zeit dieses Spiel noch auf der Festplatte gehabt und die ganze Zeit es nicht deinstalliert, weil ich wusste, ich will das noch zu Ende spielen. Ich wusste nur nicht, wann ich dazu komme. Ich hoffe, beziehungsweise das Aufnehmen ist gar nicht das Problem. Das Spiel aufzunehmen ist nicht das Problem, das Schneiden ist das Problem. Das Schneiden fordert so viel Zeit im Vergleich, was ich dann halt... Ja, dass ich diese Zeit mit Streamen und so verbringen könnte. Und ich nehme halt um die 40 Minuten auf eine Folge und sitze dann mindestens 2 Stunden daran, diese Folge zu kürzen und in Form zu bringen. Das Aufnehmen war eigentlich nie unbedingt das Problem, wobei schon in Zeiten von Corona ein wenig, dadurch, dass Chrissy halt die meiste Zeit zu Hause ist. Ich denke, es geht hier durch. Es sieht sehr obvious aus, meint ihr nicht? Ich könnte da hinten, glaube ich, auch noch weiter, aber ich glaube, ich muss hier durch. Ja, dadurch, dass Chrissy halt immer zu Hause ist und vormittags im Büro arbeitet, ist es dann für mich immer ein bisschen schwierig aufzunehmen. Abends streame ich meistens und das ist dann zeitlich einfach immer ein bisschen doof zu machen mit dem Aufnehmen, dadurch, dass wir halt beide dieses Büro nutzen. Ich glaube, das war so ein bisschen der Grund. Jetzt ist Chrissy gerade mal 3 Tage nicht zu Hause und ist bei sich im Büro. Okay, es wäre egal gewesen, welchen Weg wir gegangen wären, oder? Jetzt läuft der Fluss in die Richtung. Laufe ich in die richtige? Ich frage mich, ob dieses Kapitel überhaupt ein Ziel haben soll. Oder ob man hier jetzt Ewigkeiten lang laufen kann. Bis du checkst, dass du halt in der Geisterwelt bist und das hier jetzt sozusagen dein Ende ist. Das ist jetzt gerade so meine Überlegung. Gibt es hier jetzt überhaupt ein Ende von diesem Kapitel? Weil ich meine, wir sind ein Geist jetzt. Wir sind ein toter Fuchs. Da kann ich hier jetzt einfach ewig durch diesen Geisterwald laufen. Und ich brauche jetzt einfach schon viel zu lange, um das zu checken.
Oder ich habe komplett vercheckt, welchen Weg ich lang laufen muss. Weil der Fuchs ist ja auch komplett weg. Okay, hier haben wir den nächsten Baumstamm. Also ich rede von dem roten Fuchs gerade. Unser Licht, was uns leitet. Der ist ja gerade komplett nicht mehr da. Um keine Tafeln mehr zu aktivieren. Wir haben keine Pollution oder wie das Zeug heißt. Ich kann hier an viel zu vielen Stellen langlaufen. Ich versuche mal ein bisschen mehr diesen Blumen wirklich hinterher zu laufen. Wenn ich die sehe, dass die mich leiten sozusagen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen irritiert gerade. Da rechts sind auch nochmal Blumen, aber die bin ich gerade entlang gegangen, glaube ich. Das hat so voll den Open-World-Flair auf einmal. Ich kann so an viel zu vielen Stellen langlaufen. Speichern. Kommen mir jetzt die Geister entgegen, die ich gerettet habe? Bin ich instinktiv hier den richtigen Weg gelaufen? Kann man gar keinen falschen Weg laufen? Weil egal, wie du läufst, ist es richtig. Ich bin maximal irritiert. Ich bin ganz ehrlich. Ich verstehe so eine Enden nicht. Es muss ein Ende geben. Es muss ein Credit, eine Credit-Scene geben. Das ist zu irritierend für mich, wenn ich hier jetzt ewig rumlaufen kann. Spiel, ich warne dich. Ich google gleich. Du willst nicht, dass ich googeln muss, oder? Ich folge hier den Blumen. Hier haben wir einen Bergpass. Da oben sind noch mehr, ganz viele Blumen. Oh, ich leuchte mehr als vorher wieder, oder? Immer wenn ich in der Nähe von den Blumen bin. Oh, eine ganz große Fuchs... Hier sieht man ja richtig die Augen von dem diesmal. Ich kann den jetzt anbellen. Oh, es ist so schön. Warte. Jetzt zeigt er mir da lang aber den Weg. Doch nicht. Immer wenn ich gerade denke, ich bin komplett falsch und das kann nicht der richtige Weg sein, kommt mir ein Geist entgegen, ich sehe eine Blumenwiese, ich sehe eine Fuchsstatue. Immer genau dann, wenn ich denke, das kann nicht richtig sein hier, oder? Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so verwirrt war. Bestimmt bei Deponia irgendwann. Ich meine, es ist schön, der Wald, es ist schön, definitiv, aber hier war ich schon. Ja, hier sind wir im Kreis gelaufen. Angeblich soll man jetzt im Wald den Geistern begegnen. Ich bin ehrlich, ich finde den Weg hier gerade viel zu offen, als dass ich hier irgendwie lokatieren könnte, wo ich lang muss. Vielleicht mit den Dingern. Dass sie mir einen Weg zeigen, dass ich dem folge. Aber ich bin ehrlich, ganz verstehen tue ich es nicht. Ich kann dem leider auch nicht ewig folgen, weil die ja auch wieder ausgehen und ich bin nicht schnell genug. Okay, jetzt ist der ausgegangen. Ich muss aber in die Richtung. Ein bisschen hat man gerade noch gesehen. Aber hier bin ich auch schon lang gegangen. Ich erinnere mich gerade an diesen Weg hier. Ja, und dann sind wir hier durch dieses Dings durch. Das war richtig. Ich bin maßlos verwirrt gerade. Ich finde das unglaublich schön gerade, dieses Level. Aber es ist ein ganz schlechtes, nicht Level-Design. Du wirst sehr schlecht durch dieses Level durchgeführt. Sehr schlecht. Man weiß absolut nicht, was man machen soll, wo man hin soll, was hier jetzt... Wie es weitergehen soll, zeig du mir nochmal den Weg. Ich habe das Gefühl, die führen mich im Kreis. Könnte aber auch einfach meine mega, mega schlechte Orientierung sein. Du bist jetzt hier fertig? Ehrlich? Was soll ich denn jetzt hier machen? Der hört hier einfach auf, bei den Blumen. Da ist der nächste Fuchs.
Da komme ich doch gerade her. Du verarschst mich doch. Da ist ein Geist. Zeigen die mir den Weg zu Geistern, die ich erlöst habe? Und einige Füchse enden dann im Nichts, weil da dann ein Geist gestanden hätte, den ich nicht gefunden habe? Oh. Das ist neu. Wie komme ich da hoch? Dieses Level-Design hier. Ist ja Pain. Selber orientiert. Das ist auf einmal, fühlt es sich halt wirklich wie Open World an. Ich kann an viel zu viele Stellen im Vergleich zu vorher. Ich muss doch jetzt 100 pro irgendwie diesen Turm da hoch. Da ist auch ein Fuchs. Sagst du mir, wie ich da hochkomme? Okay, ich folge dem... ich habe in die Sonne geguckt. Wie komme ich da rauf? Hier an der Seite? Ich hänge fest. Ich hänge fest in einem Blumengebüsch. Hier nicht, ne? Okay, ich glaube, der wollte mich hier oben führen. Ich versuche irgendwie auf diesen Turm zu kommen. Das kann doch nicht sein, ey. Okay, auf diese Steine hier komme ich nicht. Okay, doch. Wie komme ich da rauf? Von Stein zu Stein? Von diesen Steinhaufen, die mich führen? Und jetzt hier... Ja, hier ist der nächste. Da drüben sitzt ein Geist. Sehr schön. Hallo. Bei den Geistern speichert er auch immer. So, jetzt bin ich hier schon näher an diesem Eingang dran. So, wir sind im Schloss. Sehr schön. Hab's doch irgendwie geschafft. Ich bin so hardcore verwirrt von diesem Level. Durch den Turm durch. Da sind noch mehr Geister und Fuchsstatuen. Wie die jetzt hier in diesen Häuschen leben. Wir speichern. Wir haben ja einige von denen auch in so einer Art Haus gefunden. Und hier die Energie entzündet den Kamin. Die sehen alle so schön friedlich aus. Was mit der Fuchsstatue hier? Kann ich die auch anbellen? Nee, die leuchtet schon. Wären hier jetzt noch andere drin gewesen, die ich auch nicht gefunden habe? Hier knistert es so schön. So kaminfeurig. Und das ist hier doch jetzt ein Dead End, oder? Nee, hier. Hier geht's hoch. Alter Verwalter, diese Levelführung. Ui, 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 ui. Ist schon aber schön. Okay. Kurze Orientierung. Hier geht's in verschiedene Richtungen. Hier geht's eine Treppe runter. Da ist eine Fuchsstatue. Ich guck kurz in die andere Richtung. Ah, nein. Verdammt. Nochmal. Okay, also ich glaube, der Weg links bringt uns nirgendwo hin, außer in eine Sackgasse auf der Mauer von der Burg. Deswegen gehe ich jetzt hier den Weg lang. Da ist noch jemand. Oder etwas. Nein, alles süße Häuschen hier. Aber keiner mehr drin. Boah, das ist für mich gerade viel zu viel Möglichkeiten zu laufen. Das macht mich wahnsinnig. Hier haben wir zwei. Wie die sich bedanken, wenn ich als Fuchs vorbeikomme. Hier sind mehrere Fuchsstatuen. Überall die Blumen. Wo heulen die Füchse hier alle hin? Gerade alle in die gleiche Richtung. Hier geht ein Weg runter. Muss ich da lang? Mach ich gleich. Ich guck mich erstmal hier oben um. Geht's hier noch weiter hoch? Vielleicht.
oder? Das ist der gleiche, den wir schon getroffen haben, oder? Warte, das werde ich daran sehen, ob es speichert oder nicht. Okay, anscheinend nicht. Ich habe meine Orientierung gänzlich verloren. Doch, an dem sind wir schon vorbei. Das waren hier die Häuschen. Und dann sind wir hier rechts durch. Gott, ist das verwirrend. Speichert das nochmal, wenn ich jetzt... Okay, anscheinend sind wir noch nicht nah genug an dem dran gewesen, dass der den gezählt hätte. Dann gehen wir mal hier runter. Schauen mal, ob es hier unten was gibt. Hier ist auch noch einer. Ich muss jetzt echt die ganzen Geister hier finden, die ich befreit habe. Ein zweites Mal. Hallo, der nächste Herr. Hier haben wir eine Fuchsstatue, die ich nicht anwählen kann. Das ist sehr irreführende Wege hier gerade. Wer hat diese Burg angelegt? Mit dem muss man mal ein Wörtchen sprechen. Okay, hier haben wir einen Speicherpunkt. Und unseren Fuchs! Ich glaub's nicht, dass ich das geschafft habe! Wir haben jetzt aber endlich unsere rote Geisterkugel wiedergefunden. Ich glaube, ich bin so langsam wieder auf einem Weg, wo ich sein soll. Ich finde dieses Level immer noch sehr verwirrend, weil es halt einfach nur sehr viel Laufen und sich orientieren ist. So, wohin soll ich jetzt als nächstes? Da. Oh. Oh. Hallo. Sind wir da? Das ist unser Geisterfuchsfreund, oder? Der uns geführt hat, dem seine rote Kugel ist hier gerade rein. Was muss ich hier jetzt tun? Kann ich irgendwas tun? Hier! Ah, oh, den habe ich übersehen. Eieiei. Jetzt? Passiert hier? Der Fuchs. Oh. Oh. Hallo. Na komm, lass uns zusammen da durchlaufen. Oh, ich kann gerade nicht mehr. Ja, komm mit. Oh, schön. Haben wir mit dem ganzen Spiel, sind wir selber einfach zum Geisterfuchs geworden oder haben wir tatsächlich einfach unseren anderen Geisterfreund gerettet mit dem, was wir getan haben? Oh, hier sind zwei Fuchsstatuen. Und wie komme ich da durch? Es lässt mich hier nicht draufspringen, doch jetzt. Das ist einladend. What the f***? Wie schön ist das bitte? Ich sterb nur minimal. Jedes Mal, wenn ich denke, dieses Spiel ist jetzt im Prinzip zu Ende, dann kommt wieder irgendwas, was mich komplett umhaut, weil es einfach so toll aussieht. Und ich glaube auch so viel Metaphorisches enthält und so wunderschöne Bildgewalt einfach. Und ich ärgere mich einfach nur, dass mein Computer nicht stark genug ist, dieses Spiel in der vollstmöglichen Auflösung zu spielen. Es ist so schön. Und ich habe halt einfach einen Computer. Wir haben den jetzt vor kurzem umgebaut, aber mein Computer ist trotzdem nicht so richtig krass auf Gaming und sowas ausgelegt. Aufnehmen und gleichzeitig zu spielen ist trotzdem immer noch für meinen Computer nicht so einfach. Dementsprechend kann ich halt meistens leider nicht die bestmögliche Qualität aus dem Spiel rausholen. Und das insbesondere bei solchen Spielen ärgert mich das sehr, weil das so wunderschön ist. Der zweite Fuchs ist auch nah bei uns die ganze Zeit. Der hat auch seine Musterung, wir leider gerade nicht. Wir gehen jetzt gerade... Ich check das jetzt erst. Wir laufen gerade durch diese Polarlichter, denen wir eben gefolgt sind, durch den Wald nochmal durch, ne? Diese Fuchsstatuen, die uns eben immer Polarlichter gezeigt haben, um den Weg uns zu zeigen. Durch diese Polarlichter bewegen wir uns gerade durch. Wow. Und sehen jetzt nochmal den ganzen Wald. Hier hätte man auch nochmal eine kleine Ruine finden können. Ich kann nicht dashen gerade, weil ich natürlich keine Aufladung habe, weil ich die eben für die
Tafel benutzt habe. Was führt uns jetzt hier nochmal durch den kompletten Wald mit einer Bildgewalt, die ist ja unglaublich. Hat Gronkh dieses Spiel gespielt? Ich sehe dieses Spiel bei Gronkh. Ist es schön, ey. Oh. Ich würde gerade am liebsten alle 2 Sekunden Screenshots machen. Eieieiei. Durch den Torbogen durchreiten wir. Durch die Polarlichter auf allen Vieren. Wir sind weit gekommen, sind ein Fuchs auf Reisen. Gina kann nicht reimen, ja. Juhu. Ich kann wirklich gar nicht reimen. Insbesondere, wenn ich mich auf andere Dinge konzentriere. Wo führt es uns hin? Es ist halt wirklich ein echt entspannendes Spiel, ne? Man muss hier sehr viel laufen an vielen Stellen. Insbesondere jetzt, wo gerade nicht mehr viele Rätsel übrig sind. Es ist einfach viel sich leiten lassen, die Story genießen, die Bildgewalt genießen, die Musik genießen. Aber jetzt gerade zum Ende hin ist es sehr viel Laufen. Oh, jetzt sind wir wieder hier, wo sich die Bäume bewegen. Wenn ich jetzt laufe, laufen wir nicht durch die Luft. Okay, das war gerade meine Überlegung. Der Fuchs folgt mir jetzt. Jetzt sind wir wieder am Anfang, oder? No. Retten wir jetzt zusammen meinen Fuchskörper? Haben wir uns gegenseitig gerettet? Spirited Away habe ich gerade freigeschalten. Und wir sind in Kapitel 8. Es gibt noch ein Kapitel 8. Und wir sind jetzt wieder hier. Wir sind zurück an dem Punkt, wo wir zusammengebrochen sind. Sind wirklich kurz in der Geisterwelt gewesen wahrscheinlich. Und unseren Geisterfreund Hund haben wir zurückgeholt. Jetzt sind wir hier nochmal eine große Statue. Darf ich dich anbellen? Nein, wir folgen unserem Fuchsi. Wartet kurz. Was gibt's hier? Okay, nichts. Warum gibt's diesen Gang? Irritierend. Ich folge dir schon. Ich komme hinterher. Alles gut. Das war nur kurz irritierend. Ich bin jetzt hinter dir. Alles klar. Du kannst jetzt immer rechtzeitig hier die Bilder aktivieren. Alles gut. Oh, es ist so schön, nicht mehr alleine zu sein. Es ist so schön, zu zweit hier durchzulaufen. Wow, was ist das denn hier schon wieder? Oh mein Gott. Ich liebe diese Bilder. Jetzt sind wir hier. Was ist das? Ein roter Mond? Eine zu heiße Sonne? Ich bin nur am Screenshots machen gerade. Ne? Das ist so schön. Diese Kontraste mit diesem, dass die Welt immer so rot ist. Und wir halt mit unserem Blau, was sich auch im Fuchs widerspiegelt. Der rote Fuchs mit den blauen Streifen. Und dann in der Geisterwelt komplett andersrum. Die komplett blaue Geisterwelt mit dem einen roten Punkt, der uns leitet. Alter, ich liebe das. Es ist so wunderschön. Und ich liebe Füchse, by the way, ne? Füchse sind etwas Wunderschönes. Okay. Stimmt! Ich erinnere... Oh, ich war kurz unterm Gras. Auch schön. Der Blick von unterm Gras aus. Wir sind ja die ganze Zeit auf dieses riesige Ding am Himmel zugesteuert. Dieser riesige rote Strom. Ich erinnere mich jetzt erst wieder dran. Wir haben die ganze Zeit versucht, die Herkunft von diesem riesigen roten Strom zu finden. Es ist eine zerbrochene Fuchsstatue. Er ist auch ein richtiger Fuchs. Er lag hier die ganze Zeit und hat auf uns gewartet. Weil das 2 Füchse zusammen aktivieren müssen. Und er hat uns die ganze Zeit den Weg gezeigt. Die zerbrochene Fuchsstatue, die wir wieder einen müssen. Die waren... sind männlicher und weiblicher Fuchs, ne? Wunderschön. LW,
sagt er mir jetzt. Y, Errungenschaft freigeschalten, Northern Lights. Ja, und jetzt? Ach so. Ich glaube, ich weiß, was ich machen soll. Ja. Oh mein Gott. Und das Y macht... Mit Y kann ich jetzt einfach selber Nordlichter machen. Und jetzt kommen die Credits. Okay, dann wird es doch keine 12. Folge mehr gewesen sein, sondern einfach eine sehr lange 11. Oh mein Gott, wie schön. Ich bin mir nicht sicher, ob wir... Kennt ihr die japanische Kitsunes? Der Fuchsgeist in Japan? Da wird den Füchsen eine besondere Bedeutung beigetragen. Die Fuchsgeister, die den Menschen helfen. Ich glaube, dass es sich um solche Füchse gehandelt haben soll. Und jetzt liegen wir hier als zwei Fuchswächter, die die Statue zusammengefügt haben. Diese unglaublich schöne Statue. Und haben die Nordlichter zurückgebracht. Und jetzt hätte man noch sehen müssen, wie überall in der Welt das Zeug weggeht. Sieht man aber indirekt, weil das vorher hier überall unten an dem Berg war, als wir hier den Berg raufgekommen sind. Und jetzt ist es alles weg. Jetzt ist das komplett weg. Und wir haben die ganze Welt gereinigt, die wahrscheinlich aber auch nur deswegen gerade so polluted war, weil diese Statue auseinandergebrochen ist. Was ist der Grund gewesen, warum diese Statue auseinandergebrochen ist? Ich lasse das kurz mal durchlaufen. Wir hoffen, dass dir Spirit of the North gefallen hat. Möchtest du weiterspielen? Was passiert, wenn ich Ja drücke? Thank you for playing. Dann kann ich hier jetzt einfach noch ganz lange, wie ich möchte, weiter meine Nordlichter ziehen, ja? Ich warte mal kurz, bis das Thank you for playing durchgelaufen ist, dass ich einen Screenshot machen kann. Ja, meine Lieben, mit diesem wunderschönen Anblick beenden wir Spirit of the North. Ich weiß nicht ganz, in wie viele Teile ich das jetzt geschnitten habe, ob das jetzt eine sehr lange 11. Folge war, ob das jetzt eine sehr kurze 12. Folge war. Das bin ich mir noch nicht so sicher. Das werde ich in der Nachbearbeitung sehen. Ich freue mich, dass ich dieses Spiel nach über einem Jahr, dass ich es aufgeschoben habe, jetzt endlich beendet habe. Ich habe es die ganze Zeit noch im Kopf gehabt. Ich habe die ganze Zeit noch das Gefühl im Kopf gehabt, was ich bei diesem Spiel hatte. Ich wollte es die ganze Zeit noch unbedingt beenden. Und ich freue mich, dass ich es jetzt getan habe, weil das wurde ja jetzt am Ende nochmal unglaublich schön. Ja, hat mich wieder komplett eingefangen in den letzten beiden Spielstunden, sage ich jetzt mal. Nicht ganz 2 Stunden, aber... Puh! Wenn euch das Spiel gefallen hat, dann holt es euch doch gerne selber auf Steam. Es wird immer unten verlinkt sein in der Beschreibung. Wishlistet es, falls es euch einfach gefallen hat und ihr euch das jetzt gerade nicht holen wollt, weil das hilft dem Creator immer unglaublich. Ich glaube, das Spiel gibt es mittlerweile sogar auch für die PlayStation und sogar für die Switch, wenn ich mich nicht recht täusche. Ich werde mir ziemlich wahrscheinlich den Soundtrack von diesem Spiel noch holen, weil es unglaublich, unglaublich schöne Musik war. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Spiel. Und ich denke, in den nächsten Spielen wird sich einiges verändern, was den Schnitt angeht. Ich wollte das hier jetzt noch beibehalten mit den Endcredits und alles. Ich weiß es noch nicht, wie sich das hier in Zukunft auf diesem Kanal verändern wird, aber vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart bei Spirit of the North. Bis dann.